Hallo, hallo. Hier ist Marvel 1972 von MFG. Ich bin heute unterwegs im M6. Das ist ein schwerer Panzer auf Hafenbucht. Und ja, das Replay will nicht. Was ist denn hier los? Hallo, Replay. Ah. So, wir gucken nochmal. Ich bin absolut low hier. Also 2 Sechser gegen 5 Siebener. Auf der rechten Seite von hier aus gesehen geht das in Hafenbuch normalerweise gut ab. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an, was da so passiert. So, und dadurch, dass ich jetzt so super laut hier bin, muss ich mich mit dem M6 ein bisschen zurückhalten. Ein bisschen. Ich würde den sonst hier aggressiver, also wenn ich jetzt Hide hier wäre, würde ich in der Mitte hinfahren. Aber jetzt bleibe ich erstmal hier ein bisschen weiter außen und will ein bisschen Deckung, weil mir ballert, also von den Siebenern natürlich alles auch durch den Turm, wenn die wollen. Ne? Also vor allem mit Premium-Munition dann. Ja, ich dachte, er fährt vor. Guter Versuch, aber leider daneben. Ja, mein Team sehr aggressiv. Dann kann ich jetzt mitfahren. Ne? Ich bin weiter hinten, bin ich das erste Ziel, gehe nicht gleich auf. So, und jetzt fahre ich an die Posi, wo ich sonst auch hinfahren würde. Der M6 hat Gun Depression des Todes. Seht ihr jetzt ja hier auch. Wir haben ne? Ja, und da ganz hinten steht irgendwo was noch und ballert auf uns. Also wahrscheinlich der TD von denen. Also die haben ja einen TD, ne? Hier so ein Nashorn oder so. Der muss da hinten irgendwo rumgammeln. War jetzt nicht aufgegangen. Ja, der kommt hier natürlich weg. Ich hab Reload. Da. Ja, ich schieße ihm in die Kanone, na klar. So, ah, da! Guckt mal! Ein Red Line Sniper! Da ist er. Da wäre eine HE gegangen wahrscheinlich. Im Eifer des Gefechtes. Jetzt ist hier erstmal der Skoda wichtiger, weil der macht echt Ärger hier. Und ich habe jetzt Hitpoints und ich biete mich jetzt an, dass er auf mich schießt und nicht auf unseren Siebener. So, ne? Schön die Seite. Okay, ich krieg von diesem Nashorn da hinten fettes Ding reingedrückt hier die ganze Zeit. Nochmal ein. Ja, aber hier, das ist wichtiger. So, jetzt muss das aber auch machen. Jetzt muss ich mich mal aufs Nashorn kümmern. Jetzt ist hier aber wirklich Holland in Not. Und ihr seht, HE geht rein, 300. Alles gut. Ich bringe mich in Deckung. Ich habe einen schnelleren Reload. Er schießt daneben. Okay. So, jetzt kann ich eine AP nehmen. Safe. Er schießt nicht auf mich. Okay. Alles gut. So, ich gucke nochmal, was da hinten los ist. Nix. Keine Gefahr von da. Ja, ich komme nicht safe durch. Ich nehme eine APCR. Versuche ihn zu tracken. Ging nicht. Jetzt wird es ein schwieriger Schuss. Der muss sitzen. Okay. Relativ knapp. Und der M6 ist jetzt auch nicht so das DPM-Monster oder über... Also der ist für eine 6er gut gepanzert, aber auch nicht übermäßig. Und ja, ihr seht hier 2261 Damage. Wir gucken uns nochmal das Team an. Top Damage. Und ja, als Ultra-Low-Tier würde ich jetzt mal sagen, ja, ist jetzt, ne, der FV-201 hätte da spielen können, wo ich gewesen bin. Super Turm, da können die anderen Siebener auch nicht durchschießen. Der hätte da sehr, sehr geilen Damage machen können. Also, in dem Sinne, vergesst nicht ein Abo dazulassen, das ist so wichtig, kostet auch nichts, ne? Kostet nichts. Also, tschüss.